Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück bei unseren garantiert keinen Weltraumvampiren. Wir. Was ist denn das? Ach, das sind auch diese Life-Protector, die da immer noch sind. Aber ich kann ja interessanterweise das Spezialprojekt hier machen. Nach rigorosen Forschungsbemühungen verstehen wir jetzt, warum der Baumsaft diese Kreaturen angelockt hat. Ich finde es witzig, dass das ausgerechnet gerade eben direkt passiert, weil ich wusste nicht, dass das jetzt gleich fertig ist. Der Baum erzeugt eine höchst nahrhafte Substanz, die organisches Gewebe wie eine Art Maschine reparieren kann. Das ist immer krass. Der Baum ist also ein Lebensbaum. Wenn wir ihn zu unserer Heimatwelt zurückbrechen, könnten wir damit die Lebenserwartung unserer Bevölkerung erhöhen. Aber wir sind doch untot. Dabei gibt es nur ein Problem. Die Heilkraft des Baumes ist limitiert. Wir könnten damit nur die Lebenserwartung einer kleinen Gruppe steigern. Ja, dann ist klar, wer das sein wird. Oder aber die Lebenserwartung aller ein wenig. Ja, wenn ich es dem Volk gebe, hört sich die Zufriedenheit von Lithoidenbewohnern. Who cares? Ich kann den Baum weiterleben lassen. Nee, ich gebe es meinen Anführern. Ha! Natürlich meinen Anführern. Das ist das Wichtige. Das ist die Entscheidung, die man hier zu treffen hat, Freunde. So, diese Viecher hier sind jetzt komischerweise immer noch hier. Und nerven wie Sau. Was sagt denn meine Flottille? Meine Flottille sagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Erstmal mache ich jetzt allerdings hier meine Flotte. Die will ich jetzt hier erstmal noch mal ein bisschen weiter ausbauen. Wurmlochreise. Ich erforsche jetzt mal die Wurmlochreise. Ich gucke gerade mal. Hier haben wir ein Wurmloch. Nur ein Wurmloch. Aber das reicht dann mal fürs Erste. Okay. Ich will aber vorher noch mal ganz, ganz kurz diesen Kreuzer löschen, um das hier noch mal weiter ausbauen zu können. So, und nun ist unser kleines Amöbelchen voll ausgewachsen. Oh, Bubbles oder Boomer. Wir können ihm auf jeden Fall einen Namen geben. Die Amöbe, die unseres Schiff vor einiger Zeit hier beigetreten ist, scheint ihre volle Reife erreicht zu haben. Auch als beeindruckende Erwachsenenamöbe ist sie den Schiffen, die ihr ein neues Zuhause gaben, nicht weniger treu ergeben. Ihre Zeit mit der Flotte scheint ihr adaptives Verhalten so sehr beeinträchtigt zu haben, dass sie gänzlich anders der wilden Weltraumamöben handelt und sie zu einer beeindruckenden Präsenz auf dem Schlachtfeld macht. In ganz garantiert keine Weltraumvampire ist ihr Abbild zu einer Art Maskottchen für die unvampirische Entschlossenheit geworden. Es bleibt nur eine Frage übrig, wie sollen wir sie nennen? Feuersbrunst, ne, oder Nova? Alle sagen so Bubbles. ich nehme jetzt auch etwas, was zu unseren Vampiren eher passt. Nennen wir es Nyx. So, es ist Nyx geworden. Unsere Flotte wird hier weiter ausgebaut. Gut. Wie lange brauchst du hier eigentlich noch? Nicht mehr allzu lange. Dann ist das jetzt hier auch endlich hier in meinem Würgegriff. Komm schon. Zack. Meins. Okay. Wir haben jetzt also hier drei Felder weit von hier aus gesehen. 1, 2, 3. Weiter kommen wir nicht. Das macht auch keinen Sinn, hier weiter zu gehen. Für diese Dinge hier müssen wir eine neue Weltraumstation erschaffen. Aber ich kann es ja hier dafür sorgen. Wobei, nee, das bringt ja einfach überhaupt nichts. Eine Kuratoren-Denkfabrik. Macht denn das nochmal ein bisschen Forschung im All? Nee, will ich nicht. So, vorher doch müssen wir nochmal eine Forschung entscheiden. Flottenkapazität von Soldaten erhöhen. Machen wir. Seltene Kristalle, daran arbeiten wir gerade eben. Die Gase sind immer noch ein bisschen ein Problem. Du machst jetzt gerade eben das hier. Was macht dieses Konstruktionsschiff hier? Momentan leider gar nichts. Also, wir holen uns jetzt hier erstmal hier diese Sternbasis. Also, jetzt wird hier systematisch einfach mal das gesamte Gelände jetzt hier mal eingenommen. Du kannst hier gerade eben leider nichts machen. Du bist hier immer noch tätig in dieser archäologischen Stätte. So. Wir haben hier wieder einen arbeitslosen Blutsack. Gott, sind die schnell, ey.
es nicht zu fassen. Es geht echt verdammt schnell. So, jetzt machen wir auf jeden Fall mehr Jobs aus Dingens. Was machen wir denn jetzt? Das hier brauche ich alles nicht wirklich. Das hier ist interessant. Nochmal zwei weitere Sternenbasenkapazitäten, aber eigentlich nicht wirklich dringend. So, und wir kommen so langsam aber sicher auch, was den Einfluss angeht, Richtung 500, obwohl ich hier die ganze Zeit auch mal ein bisschen was ausgebe, wie man hier sieht. Und die Enoch-Schiffswerft baut immer weiter. Oh, sehr gut, dass ich hier noch die Flottenakademie reingebaut habe, das war sehr, sehr wichtig. Dim, 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 dim. Oh, warte mal. Hier haben wir noch nicht gebaut. Raketenbasen bitte rein. Das erhöht die Sammelreichweite. Warum auch immer das hier machen kann und woanders nicht. Zielcomputer bitte rein. So, jetzt wird erstmal hier das hier alles für mich eingesammelt. Das hier ist auch fertig. Landungsteams bei Tretet ein wurden an der Oberfläche von Imutin geschickt und konnten einen ersten Blick auf die Welt und ihre windgepeitschten, verlassenen Städte werfen. Sie sind alt, verwittert und heruntergekommen, aber größtenteils intakt, ohne Anzeichen von Zerstörung. Von den Einwohnern gibt es keine Spur. Die einzige plausible Theorie ist derzeit, dass irgendeine Art von Massenmigration oder Evakuierung stattgefunden hat. Wir müssen noch entscheiden, was eine ganze Spezies dazu zwingen könnte, alles aufzugeben, was sie gebaut und jemals gekannt haben. Kriegen wir sicherlich früher oder später irgendwie raus. So, jetzt bin ich am Überlegen. Also hier haben wir noch... Hier haben wir... Da haben wir... Da haben wir 1, 2, 3, also wenn ich das hier hin machen würde, würde ich das da unten alles absichern. 1, 2, 3, aber ich würde nicht, ja, ich müsste halt noch auf 4 hochgehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, also an und für sich wäre diese Position nicht schlecht. Diese Position wäre besser als diese hier. Sehe ich momentan so, weil 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, ja, also genau hier bei Ebar Machus. Da müssen wir es reinbauen. Den gehst jetzt auch dahin und baust deine Sternbasis hin. So, Wurmlochreise ist drin. Können wir gleich mal gucken, wo der ganze Kram hinführt. Ah, oh, Verteidigungsnetz, Supercomputer, her damit. Das Ding nehme ich immer sehr, sehr gerne. Okay, dich lasse ich jetzt hier einfach mal sein. Ich möchte, dass dieses Wurmloch jetzt hier mal erkundet wird. Und danach machen wir hier noch die archäologische Ausgrabungsstätte. So, dala. Was machen meine Raumschiffe? Sich freuen über ihre Existenz. Okay, das erste Kreuzer ist schon fertig. Ach, werden die Raumschiffe hier nochmal abgegradet. Es geht so unfassbar fucking schnell jetzt. Ich mache jetzt hier diese Dinger da. Will ich die Nachbrenner machen? Ne, ich will die Baukosten für meine Raumschiffe jetzt reduzieren und die Baugeschwindigkeit erhöhen. Na, also. Ich will, dass jetzt hier die ganzen... Die zwei Raumschiffe nochmal abgegradet werden. Jetzt fehlt mir halt wieder Material, um noch weitere zu machen, aber die Kampfkraft ist jetzt durch die Kreuzer gewaltig gestiegen. Wir haben wieder Arbeitslose. Und uns fehlt Wohnraum. Ich ersetze das jetzt hier durch einen solchen Wohnraumdistrikt. Hier ist es ein Blutsack, dem eine Arbeitsstelle fehlt. Ich muss mal gerade eben gucken, in was die Blutsäcke nochmal genau alles arbeiten. Sie arbeiten als Landwirte und Techniker. Bergarbeit. Ansonsten sind sie halt tätig als Nekromanten und als Nekrophyten. Das heißt, ich könnte tatsächlich einen solchen Nekromanten eventuell auch einfach mal wegschicken. Oder Nekrophyten quasi aufhören zu bauen. Frage ist halt, ob eine Wirtschaftszone hier Sinn macht, aber eigentlich will ich sowas wie Wirtschaftszone hier nicht bauen.
Forschungsinstitut wäre nicht schlecht. Würde meine Wirtschaft noch weiter boosten, meine Forschung noch weiter boosten. Na also, dann bauen wir hier diese Bergbaustation und wir bauen das hier aus. Oh, wir haben schon wieder ein Problem hier. Naja, wir haben jetzt inzwischen genügend Materialien. Ich mache jetzt auf einmal Minus hier bei Nahrung, wie mies. Okay, die Untersuchung der vermissten Bevölkerung von Imutin 1 hat einen Durchbruch gebracht. Große versiegelte Schutztüren, die zu einem tiefen Tunnelnetz führen, belegen, dass die gesamte Spezies irgendwann unter die Oberfläche gezogen ist. Dies belegen auch die geologischen und meteorologischen Daten. Der gesamte Planet scheint von einer plötzlich einsetzenden Eiszeit erfasst worden zu sein, die möglicherweise durch eine Verschiebung der axialen Neigung ausgelöst wurde und so die wahrscheinliche Migration ausgelöst hat. Erkundungsteams werden zu diesem Zeitpunkt an die hiesigen Tunnelnetze entsandt. Okay, ja, der ist noch nicht so gut, deswegen geht's hier noch nicht ganz so schnell. Auch wieder ein Blutsack. Meine Güte. Und hier ist es. Auch ein Blutsack. Ich muss irgendwann mal mehr für... Ah nee, die Fressalien-Frage hat sich jetzt schon wieder gelegt. Ich dachte ganz, ganz kurz, da wäre ein Problem, aber nein, ist es. Da war keins. So, Freunde. Ich denke, wir lösen jetzt mal ganz, ganz kurz das Problem. Und schon sind die Amöben abgeschlossen. Das würde 16.000 dauern. Nee, warte mal, Feuerrate, Schiffe. Oh ja, Kommandozentrum. Oh yes, please. Sind noch xenophiler geworden, die Foxier. Das habe ich übrigens noch gar nicht erforscht. Was Fragen aufwirft. Moment, komm mal her. Halt, nee, musste doch nicht. Das Wurmloch wurde erkundet. Forschung unterstützen. Wohin geht's? Nach Ukrone. Wo ist denn Ukrone? Da hinten. Okay, jetzt wissen wir das. Es geht also in das Gebiet von denen da. Naja, jetzt wissen wir das. So, okay, dann kommst jetzt du her, bevor du irgendwas anderes machst, tust dieses System hier erkunden. Das heißt, ich muss das hier irgendwann auch nochmal absichern. Probleme über Probleme. Zitadelle kann ich jetzt machen. Oder Schlachtschiff. Oh ne, ich hol mir die Zitadelle. Yes, please. Ich finde die saugeil. Okay, weiter geht's mit der nächsten Archäologie. Vor tausenden von Jahren sank die Durchschnittstemperatur des Planeten rapide und das meiste Sonnenlicht wurde von Wolken verdunkelt. Und mit dem plötzlich gefrorenen Klima fertig zu werden, zog die Bevölkerung in den Untergrund und musste immer tiefer graben, um der sich zurücktretenden Wärme des Planetenkerns nachzujagen. Da sich die Bevölkerung nicht weiter selbst versorgen konnte, wurde ein Projekt eingeleitet, das die Bevölkerung in einen kryolytischen Schlaf versetzte. Dieser würde sie automatisch wecken, sobald die Instrumente wieder ein stabiles Oberflächenklima feststellten. Der Planet erwärmte sich schließlich, aber auch dieser Prozess war so plötzlich, dass er die Kryokapseln entkalibrierte und die Schlafenden verbrannte. Yee. Übrig bleiben Millionen von Hüllen mit verkohlten Knochen, die in stillen Reihen im Dunkeln liegen. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Feindliche Umgebung anpassen, habe ich jetzt einen Fortschritt gemacht. Ja, das war der Abschluss dieser Forschung da. Jetzt kannst du hier diese archäologische Stätte für mich noch machen. Das Ding ist jetzt schon fertig. Machen wir Handelsknoten und Hangar rein. Dann kann ich hier den Hyperraumanweiser noch machen und dann noch das da. Denn mit dem Hyperraumanweiser kann ich jetzt noch weiter entfernte Gebiete abgrasen.
Und das mache ich nämlich jetzt hier auch. Und bekomme ich nämlich das da noch. Und wenn ich... Warte mal, wie weit geht es dann? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, es würde auf jeden Fall nicht ganz bis dahin reichen. Ja, ja, ihr schon wieder. Es bringt mir ja nichts, ihr Trottel. Ich hab doch keine... Ich hab doch keine Rivalen. Deswegen ist es auch völlig irrelevant. Völlig irrelevant. So, du holst noch dieses Gebiet hier. Du holst noch dieses hier. So langsam aber sicher ist das gesamte System unser. So, der Rubrikator beginnt mit der Grabung. Haha, der Rubrikator könnte unser werden. Der ist witzig, glaube ich. An den Koordinaten für den letzten bekannten Standort des Rubrikators haben wir einen bewohnbaren Planeten entdeckt, von dem wir glauben, dass es sich um die eine Siedlungsform handelt, die einen großen Teil seiner Oberfläche bedeckt. Die Siedlung besteht aus hohen Türmen, die vom Weltraum aus sichtbar sind. Unsere Archäologen sind bestrebt, diese auf der Suche nach dem Rubrikator auszugraben. We will do it. Oh. Da haben wir ihn gefunden, Rubrikator. Zeitkritisches Projekt. Da. Okay. Wenn du jetzt hier fertig bist, machst du das zeitkritische Projekt. Und dann noch die Anomalie. Während ihr wieder nach Enoch zurückfliegt. Und euch... Ja. Ihr könnt euch eigentlich auch da reparieren lassen. Ist mir eigentlich egal, wo. Mir fehlt hier immer noch Wohnraum. Bauen. Und dann machen wir hier auch gleich nochmal die nächste Zivilindustrie wieder rein. So, hier habe ich noch einen Blutsack übrig. Ich werde demnächst Blutsäcke wegräumen müssen, ne? Die bringen mir hier bald nichts mehr. Wobei zwei Arbeitslose ist halb so wild. Die werden mit der Zeit auf jeden Fall noch umgewandelt. Oh. Eine Reliktwelt! Entschuldigung. Es geht mit mir durch. Es geht mit mir durch. Da haben wir eine Reliktwelt gefunden. Ey, jetzt wird's geil. So, was machen wir denn als nächstes? Wir könnten auf Wohlstand gehen, Produktion für Bergbaustationen erhöhen oder Bewohner- und Nahrungsverbrauch reduzieren. Anziehung Regierungsethik ist eigentlich das, was ich gerade eben nicht unbedingt will. Dominierung, Vollstrecker, Wohngebäude, maximale Fähigkeitsstufe für Gouverneure. Ich mache Dominierung. Wir sind ja so dominant. So, ihr kehrt jetzt erstmal wieder nach Enoch zurück. Und das hier ist fertig soweit. Ich bin da immer noch am Überlegen, ob ich jetzt dann den Hyperraumanweiser jetzt noch reinsetzen soll. Ich mach's halt mal. Wird nicht viel bewegen. Dann kann ich halt hier eins nochmal umbauen, wieder zurück zu einem Hangar. Dann bleibt es hier 1:1 gleich. Bergbaustation wird gemacht. Ja, und wir werden jetzt hier diese Reliktwelt kolonisieren. Es ist Wazzat 3. Toll. Kaufen. Besiedeln. Also, ich find's echt krass, dass es halt immer die Blutsäcke sind, die bei uns halt in die Arbeitslosigkeit rutschen. Wow. Einfach nur wow. Oh, Kriegsgrundhegemonie. Wie nett. Also eigentlich ist das gar nicht nett. Ich mache jetzt immer noch minus 1 exotische Gase. Warum? Weil ich immer noch nicht die Forschung bekomme, um den Scheiß hier zu bauen. Entschuldigung. Ich kriege hier gerade eben mal wieder einen Rappel. Ein atmosphärisches Ökosystem.
So, und danach gehst du noch dahin. So, Schiffe haben jetzt mehr Feuerrate, Kommandozentrum kann gebaut werden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier das regenerative Rumpfgewebe zu machen. Oder nee, erstmal noch mehr Bewohnbarkeit. Aber Bewohnbarkeit ist sehr wichtig. Das löst viele Probleme. So, Verteidigungsnetz, Supercomputers ebenfalls durch. Dann experimentelle Subraumnavigation. Okay. Ein Loch im Boden! Das Abtragen des Trümmerfelds ist eine mühevolle und riskante Aufgabe. Arbeiter und Ausrüstung müssen hunderte Meter bis zur Ausgrabungsstätte hinuntergelassen und Schutt herausgebracht werden. Es gab zahlreiche Opfer und Unfälle während der Arbeiten unter diesen schwierigen Bedingungen, aber es werden Fortschritte gemacht und wir wagen uns jeden Tag tiefer in den Schacht hinein. Die Wände des Kraters sind durch die Zeit abgenutzt und gerissen, aber sie stürzen zielsicher in den Kern des Planeten. Wir können noch immer nur spekulieren, wie tief er reicht, da etwas in der Tiefe alle unserer Sensorwerte beeinflusst. Grabbed Whiter. Momentan passiert hier gar nichts. Das hier ist jetzt soweit schon fertig. Ich habe ja auch schon das meiste jetzt hier tatsächlich abgegriffen, wie ich sehe. Aber noch nicht alles. So, demnächst wissen wir es hier. Boah, hier muss ich ja auch noch alles. Hä? Was wollt ihr denn? Eine Einladung zum Migrationseinkommen. Warum mögt ihr mich auf einmal? Ihr seid extrem seltsam drauf, wisst ihr das? Ich ignoriere das. Die Migration wird sehr einseitig laufen, wenn ich mit allem fertig bin, was ich hier vorhabe. Werde euch alle aufessen. Jai, jai, ho. Du kannst jetzt hier in Wasser die archäologische Stätte machen. Ich find's immer noch cool, wie groß unser Raum ist. So, da, das ist jetzt endlich auch fertig. Nochmal ein weiterer Handelsknoten rein. Wir arbeiten uns jetzt hier Stück für Stück voran. Aber jetzt haben wir schon 2, 1, 2. Danach sind wir hier bei 3. 1, 2, 3, dann bekomme ich den. Also um hier Willcam noch zu bekommen, müsste ich noch ein weiteres machen. Um das hier zu bekommen, 1, 2, 3, reicht das aus. Also theoretisch reichen 3 aus, um das alles einzusammeln. So, wir haben wieder einen Fortschritt gemacht. Mich interessiert der Alien zu sowas von gar nicht. Ich mach das hier, das geht schnell. 5 Monate ist halt echt ein Witz. Und da ist die nächste schon wieder durch. Experimentelle Subraumnavigation. Au, die höchste Disruptorform. 42 Monate. Und ein Loch im Boden. Die Ausgrabung hat eine Verzögerung erfahren, da die Luft in der Ausgrabungsstätte mit zunehmender Tiefe immer giftiger wird. Teile des Schachts werden gefährlichen Strahlungen ausgesetzt, wahrscheinlich durch das katastrophale Ereignis, das deren Krater ursprünglich gebildet hat. Der Bedarf an Schutzmaßnahmen und Dekontaminationsvorrichtungen verlangsamt den Arbeitsfortschritt. Meh. Trotzdem habe ich eine 10% Chance auf einen direkten Durchbruch. So, jetzt habe ich hier 4 arbeitslose Blutsäcke. Ich halte sie aber trotzdem noch hier. Och, Spiel. Ich würde mich echt freuen, wenn ich jetzt endlich mal exotische Gase... Aber wisst ihr, es ist mir jetzt egal. Ich grade das jetzt hier einfach weiterhin ab. So, die Zitadelle ist durch. Ich bin ja echt am überlegen, ob ich jetzt Megabauwerke aus lebendem Metall jetzt schon machen soll. Aber nee, ich mach die Schwarmraketen.
Kleptomanische Ratten. Ja, da sind wir beim Rubrikator wieder. Eingestürzte Gebäude, abgestürzte Raumschiffe, Klumpen von geschmolzenem Müll und Schmuckstücken deuten darauf hin, dass die ehemaligen Einwohner von Wasser 3 inmitten einer verlorenen Krieges gegen einen überlegenen Feind aus ihren Häusern geflohen waren. Leichen, die aus ländischen militärischen Insignien tragen, deuten darauf hin, dass es möglicherweise zu Konflikten zwischen Rattenclans gekommen ist, die aus verschiedenen Heimatwelten stammen. Ihre Evakuierungsbemühungen wurden dadurch behindert, dass sie nicht bereit waren, ihren geschätzten Schmuckstücke aufzugeben, und viele verloren ihr Leben, um völlig banale Gegenstände zu retten. Ein Artefakt scheint jedoch einen besonderen Platz in der Gesellschaft zu haben. Der Rubrikator. Es scheint, dass sie lange und hart gekämpft haben, um ihn zu retten, ihn aber letztlich zurücklassen mussten. Heuer, schlecht für sie gewesen. Wir bekommen ihn dafür jetzt am Ende. So. Ich baue jetzt trotzdem erstmal meine Raumstation aus, bevor ich etwas anderes tue. Warte mal, hier haben wir das jetzt ja schon. Also will ich jetzt hier die nächste Stufe machen? Das ist halt die große Frage. Komme ich an das hier noch anderweitig ran? Ich glaube, nein. Ich hebe diese Entscheidung trotzdem noch auf. Bergbau und Beobachtungsstation kommt da rein. Bergbau und Beobachtungsstation kommt hier auch rein. Hier ist nochmal eine Forschung fertig. Weltraumhandelsunternehmen finde ich ganz praktisch. Ich möchte aber noch mehr Blocker entfernen können. Wasser 3 wird jetzt auch schon besiedelt. Das sind auch nur mal eine Handvoll Space-Amöben hier. Yay, es gibt mal wieder eine Kolonie. Gott, geht das schnell. Sind wieder die kleptomanischen Ratten. Es gibt eine Ordnung inmitten des von den Ratten verursachten Chaos. In einem etwas offizieller aussehenden Gebäude im Stadtzentrum befindet sich eine digitale Liste jener einzelnen Objekte mit seiner Herkunft, groben Fehlinterpretationen der beabsichtigten Verwendung sowie einige äußerst hilfreiche Hinweise, wo sie zu finden sind. Der Rubrikator, der als Dingsbumsmacher mit magischen Kräften beschrieben wird, hat seinen Platz rechts neben der lilafarbenen Schleife der Kaiserin, direkt unter ihrem Schnauzentupfer auf der vierbeinigen Box mit dem lustigen Gesicht, wo auch immer das ist. Ja, das ist aber auch schon wieder ein mega krasser Anführer, ne? Stufe 7 oder 8, also pff, völlig egal. Ich habe nicht genau hingeguckt, ich habe gerade eben nur so geschätzt hingeguckt und war beeindruckt. So. Ja, wie gesagt, das Ding hier muss ich eigentlich zu einer Verteidigungsstation ausbauen, weil da kann theoretisch Feindgedöns reinspringen. Jetzt bin ich am Überlegen, wenn ich das hier verbessere. Also wir haben 1, 2, 3. 1, 2, 3. Weiter kommt der nicht. 1. Ah ne, warte, das ist ja schon dasselbe. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 4, 5. Also ich könnte es hinbekommen. Aber dafür müssen die hier weg. Erstmal verbessere ich hier nochmal meine Kampfkraft. So. Eins nach dem anderen. Oh, und wir machen jetzt übrigens ihr Le Plus. Oh, Gott sei Dank, das Thema ist durch. Endlich. Es ist soweit. Es ist so schön, wenn es soweit ist. Ich guck mal gerade eben, das ist eine Bergbauwelt jetzt hier für mich. Du wirst eine Generatorwelt. Ja, da habe ich schon eine Generatorwelt draus gemacht. Aus der habe ich noch gar nichts gemacht, obwohl du eine Generatorwelt wirst du eher nicht. Was könnten wir denn aus dir machen? Ja, Zivilindustrie hilft mir jetzt hier gerade eben auch nicht wirklich weiter. Hör mal, Hark Prime, das war doch irgendwo hier. Hark, ja. Dann mache ich sie doch mal im Bollwerk hin.
So, und dann haben wir noch einen fauligen Geruch. Das Ausgrabungsteam hat die Ursache für den unangenehmen Gestank gedeckt. Näher am Zentrum der Stadt befindet sich riesiger Haufen getrockneter Fäkalien und Becken voller ätzender Galle, die giftigen Schwefel-Wasserstoffkonzentrationen absondern und Schutzausrüstungen erforderlich machen. Die Archäologen konnten die fremde DNA der Fäkalien nicht identifizieren, aber die Haufen enthalten teilweise verdaute Hamsterer. Was auch immer diese Aliens an sich nahmen, sie verschluckten es als Ganzes. Noch beunruhigender allerdings ist die Entdeckung dieses frischen Haufens da. Ja, ich weiß, was da jetzt gleich passiert, Leute. Wir sind jetzt schon kurz vorm Ende hier. Und diese 90 Tage, die halten wir noch ganz, ganz kurz aus. Vielleicht haben wir die Chance, es sogar mit einem Durchbruch hier hinzubekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering. Was ist eigentlich mit dir los? Keine Ahnung, warum du da rumgammelst, statt darüber zu fliegen. Oh Gott, ich bin schon wieder voll. Verkaufen. So, dann, warte mal, wo waren das jetzt hier? Genau, und Loch im Boden ist abgeschlossen. Damit beende ich auch die tatsächlich die heutige Folge. Aber vorher lesen wir es noch vor. Schließlich erreichen wir den Grund des Schachtes und machten eine erstaunliche Entdeckung. Durch den Absturz in Mitleidenschaft gezogen und während der atmosphärischen Wiedereintritts nur halb geschmolzen, ist es dennoch unbestreitbar ein Raumschiff mit fortschrittlichem außerirdischem Design. Obwohl es nach einem katastrophalen Abstieg unter Tausenden von Tonnen Trümmern begraben wurde, ist es bemerkenswert intakt. Das Schiff wurde mit dem Bug nach unten gefunden, was die Vermutung nahelegt, dass es mit einer extrem hoher Geschwindigkeit direkt auf den Planeten aufgeschlagen ist. Wir werden wahrscheinlich nie wissen, warum. Wie das Schiff trotz alledem die strukturelle Integrität bewahren konnte, ist umstritten. Aber die verbreitetste Theorie besagt, dass es von enorm fortschrittlichem Energiefeld umhüllt war, das weit über unsere modernsten technologischen oder Technologien hinausgeht. Von einem brennenden Licht umgeben, schoss das Schiff durch die Erdkruste des Planeten wie ein überhitztes Geschoss, bis es schließlich in der Dunkelheit zum Stillstand kam. Ja, wir bekommen einen Bonus auf fortschrittliche Schilde und haben damit hier das hier abgeschlossen. Genauso wie diese Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.